Weil ich wüsste sonst nicht, wo wir sonst gerade weiter sollen, tatsächlich. Weil, wie gesagt, das mit den Spinnen, den Bereich, den haben wir ja jetzt abgeklärt. Ach, sehr schön. So viel wieder zur Wegfindung. Ja gut, dann gehen wir wieder ins Schneegebiet und gucken, ob wir da weiterkommen. Halt mega fies, aber okay. Müssen wir anscheinend durch. Hallo. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh. Nicht so viel. Plus unsere Seele steht da noch rum, ne? Da im Eisgebiet. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Die Fässer lassen wir jetzt mal in Ruhe. Die geben uns ja sowieso nichts. Ich finde das cool, dass man quasi jetzt diese Herzen kriegt durch das Item hier, weil das füllt dann immer wieder ein bisschen Lebensenergie auf. Ist auch ganz angenehm. Oh Gott, ey, jetzt müssen wir echt in dieses Gebiet. Ups, ey, rüber da. Da unten ist auch noch eine Kiste, wo ich keine Ahnung habe, wie man da hinkommen soll. Irgendwie wird man da wohin kommen. Irgendeinen Weg freisprengen oder. Warte mal. Oder vielleicht sogar hier irgendwo langlaufen? Nö. Habe ich wahrscheinlich auch sogar schon probiert und habe es nur wieder vergessen. Okay. Ja, runter da. Wo bin ich jetzt auf der Karte? Genau da, wo ich hin will, glaube ich. Ach, warte. Karte ist doch in die Richtung. So. Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, ich sollte dann speichern. Fragezeichen. Oder haben wir noch irgendwo was, wo wir hin könnten? Na, ich glaube wirklich, wir müssen da lang. Es gibt, glaube ich, gerade keine großartig andere Option. Ja, dann speichern wir mal wieder hier. Ach, stopp. Wir sind ja hier lang gewackelt, oder? Hier hoch. Ja. Eisgebiet. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe da Bock drauf. Aber tatsächlich eher nicht so. Aber nur, weil das gerade alles so bedrohlich wirkt. Nur, weil das alles gerade so unglaublich bedrohlich wirkt. Muss mich halt langsam rantasten da. Wäre halt cool, wenn wir hier einen direkteren Speicherpunkt hätten. Damit man wenigstens, wenn man verreckt, nicht immer wieder diesen kompletten Weg hier latschen muss. Aber das gehört halt auch dazu anscheinend. Ich muss gleich versuchen, unten an dem Ding schnellstmöglich vorbeizukommen. Damit ich nicht so viel Lebensenergie verliere. Da muss ich an den Schützen denken. Ups. Nee, das wollte ich gar nicht. Da ist auch wieder so ein Kristall, der Energie raubt. Wir müssen anscheinend in diesem Gebiet irgendwas finden, um den auszuschalten, diesen Scheiß.
Leichter gesagt als getan. Da ist ein Schalter, aber da kommen wir jetzt auch nicht so ohne weiteres hin. So, jetzt sind wir gleich in der Nähe von dem Ding. Und ich muss irgendwie daran vorbeikommen, warte mal, ohne viel Energie zu verlieren. Ja, genau, dann bleib ich an der Ecke hängen. Oh, ich muss sowieso hier dran, direkt vorbei. Alter, wieder meine Energie weggerafft. Warte mal. Muss sowieso wechseln. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte das hier. Okay, die treffe ich gar nicht. Ich würde ja gerne dran vorbeirennen und gucken, was dahinter kommt. Allerdings sind da jetzt zu viele Gegner, als dass ich das wagen sollte, glaube ich. Ah, scheiße! Falsche Richtung. Hau drauf, Fuchs, hau drauf. Okay, das hätten wir. Okay, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alter, der ganze Bereich ist... Was? Alter, ich sterb gleich schon wieder. Hä, Alter, wie, was? Nein! Oh! Ich habe gesehen, dass der geworfen hat, aber bin nicht ausgewichen. Okay, das ist ein richtiger Scheiß. Wie soll man denn da weiterkommen, ey? Junge. Wie gesagt, einerseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass man da gar nicht hin soll. Also noch nicht. Aber dann frage ich mich wirklich, wo sollen wir denn ansonsten lang? Jetzt einfach nur blindlings durch die Welt laufen, ist ja auch Quatsch. Also, da werden wir jetzt noch ein paar Mal öfters dran scheitern. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Da muss man sich jetzt erstmal rantasten an das ganze Spektakel. Da muss ich mich jetzt erstmal rantasten. Mal gucken, wie es wird. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, wenn ich ehrlich bin. Unser Schild wird uns davor ja auch nicht schützen, weil das ist ja Strahlung quasi. Du kannst dich ja vor Strahlung auch nicht einfach so ohne weiteres, sag ich mal, schützen. Aber es gibt hier auch keinen anderen Weg, ne? Da oben ist auch wieder so ein energieraubender Stein. Ich sag ja, ich glaube, das wird interessant hier. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Ich muss schnell daran vorbei, um möglichst viel Lebensenergie zu behalten. Ja. So. Vielleicht sollten wir doch erstmal vorsichtig hier lang gehen. Da oben ist der Schütze, den habe ich natürlich dieses Mal nicht vergessen. Wo bin ich denn jetzt? Aha. Ich muss erstmal den Schützen da oben loswerden. Oh fuck! Oh, was? Ich muss gestehen, ich habe auch gerade nicht auf die Lebensanzeige geachtet. Fuck my life, Alter. Die Stelle ist ja richtig pestig, ey.
Was mich daran gerade am meisten stört, ist tatsächlich, dass ich jedes Mal wieder jetzt dahin latschen darf. Ach, fickt euch. Wisst ihr was? Ihr dreckigen Pisser? Ihr Wichser? Ich kann jetzt wegen euch direkt wieder zurücklatschen und mich heilen, ey. Leck mich. Pisst euch. Weil ansonsten brauche ich da nicht hingehen. Gehen wir uns nochmal heilen, weil wir so viel Langeweile im Leben haben. So. Gott, oh Gott, ey. Ich glaube, das wird wirklich nicht schön da. Jetzt gerade bin ich echt aufgeschmissen. Ich weiß nicht, wie wir da vorankommen sollen. Ich gucke nochmal auf die Karte verzweifelt. Die Frage ist, waren wir da ganz unten schon? Man kann hier leider auf der Karte nichts zeigen. Nee, kann man nicht. Ich meine, neben dem Bild, wo die Westglocke läuten steht. Direkt daneben, rechts. Waren wir da unten schon? Wäre vielleicht eine andere Option, dass wir dahin latschen erstmal. Ich glaube, hier haben wir so gut wie alles, was möglich war, abgegrast. Außer da unten das Fragezeichen. Wir könnten, wie gesagt, auch probieren, ob wir da unten noch irgendwie hin können. Kann aber sein, dass der Weg auch umsonst ist. Komm, wir gucken mal. Weil, wie gesagt, ich habe gerade echt keine Ahnung, wie man da jetzt weiterkommen soll. Ah ja, warte mal. Es war aber nur... Ah ne, stimmt. Da war ja was. Okay, anschießen können wir den nicht. Können wir irgendwas anderes machen? Können wir den vereisen? Nein. War ja ein Versuch wert. Irgendwas hat es hiermit bestimmt auch noch auf sich. Ja, sowas gehört aber dazu, zu dem Spiel, dass man halt eben rumguckt, wo geht's weiter und so. Das kennt man ja von Metroidvanias. Wo bin ich hier überhaupt? Ich laufe, glaube ich, komplett falsch. Ja, tue ich auch. Warte mal, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Was hat es hiermit auch auf sich? Kann man die Sachen sprengen oder so? Nö. Ich weiß es nicht. Da unten waren wir auch noch nicht für die Anleitung. Hier geht's wieder dahin. Da wollen wir eigentlich aber gerade nicht hin. Muss jetzt erstmal den Weg finden hier. Ich muss jetzt erstmal den Weg finden. Ich habe für euch gerade denkbarerweise keine Zeit. So, eben kurz gucken. Jetzt sind wir schon mal da. Also bin ich schon mal... mehr oder weniger auf dem richtigen Weg. Und man sieht es ja, diese Oberwelt hier, die ist an sich gar nicht so groß. Warte mal. Hier war doch der Händler, oder nicht? Wobei wir eh nicht genug Kohle haben. Plus, ich bin ja gekonnt verreckt, aber wir können ja trotzdem mal kurz gucken. Die waren... und die war 1000, ne? Okay. Ich dachte mir halt, ich guck mal. So. Wahrscheinlich ist der Weg auch, den ich gerade mache, umsonst. Aber das finden wir halt wirklich erst nur dann raus, wenn wir den Weg gegangen sind.
Ja, jetzt bin ich zu weit. Aber da kommen wir, glaube ich, rüber. Hoffe ich zumindest. Na toll. Jetzt sind wir wo auf der Karte? Na, da will ich halt nicht hin. Okay, die Wegfindung ist... suboptimal. Gerade wenn ich am Werk bin. Es muss ja dann irgendwie einen anderen Weg dahin geben. Anscheinend dann ja hier lang oder so. Ich brauch Geld. Theoretisch können wir auch Geld farmen. Indem wir quasi immer wieder hier hinkommen und alle abschlachten. Ich wollte gerade sagen, hier waren noch mehr Gegner. So, weg mit euch. Sind hier noch mehr Gegner? Aber so viel Taler bringen die halt auch nicht, ne? Da farmt man sich ja tot. So, Moment, wo sind wir auf der Karte? Ah, da. Okay, ich bin ungefähr richtig schon mal. Wie wir da dran kommen, ist mir auch noch ein Rätsel. So, okay. Ich bin ungefähr da, wo ich hin will. Sehr schön. Hallo. Ja, aber ich glaube, hier kann man nicht weiter. Das war die Krux an der Sache. Ja, hier kommt man nämlich nicht lang. Und wir haben immer noch nicht diesen Haken. Weil da wäre ich gern rübergegangen. Da unten ist auch noch eine Kiste, wo wir nicht bei waren. Kommt man hier irgendwo runter? Ja, hier. Die machen aber auch nichts, ne? Die Gegner da, die sind stumpf. Oh. Ja, halt immer noch sehr stabil. Deswegen waren wir aber auch, glaube ich, nicht an der Kiste dran, weil... Warte mal, hier laufen wir gleich weiter. Was gibt's denn hier noch? Waren wir hier? Ich würde ja fast schätzen, nein. Warte mal, bevor wir hier weitergehen, gucke ich erstmal, ob ich an die Kiste komme. Ja. Dann habe ich mich wahrscheinlich, wenn ich vermuten dürfte, von dem Geschütz abschrecken lassen. Oh, hier geht's auch noch rein. Interessant. Okay,